Ja, wir sind schon voll im Thema. schon wieder Innovation, ich kann nicht mehr. Wie ist dieser Titel entstanden? Die Nina hat mir geschrieben, ob ich was machen möchte zum Thema Innovation. Und ich habe mir dann überlegt, was könnte so ein Problem sein mit Innovation. Und etwas, was ich immer wieder beobachte, ist, dass es so eine gewisse Innovationsmüdigkeit gibt. Das kenne ich nicht nur von anderen Unternehmen, sondern auch von uns, von mir ganz persönlich. Und ich habe versucht, aber es sind nur Denkanstöße, ein paar Rezepte gegen diese Innovationsmüdigkeit zu finden. Mein Ziel ist auch, dass wir uns hier in diesem Raum nicht immer einig sein werden. Deshalb geht mein Vortrag auch nur 30 Minuten. Und wenn ihr dann Einwände oder zusätzliche Tipps habt, dann sprechen wir darüber. Genau. Das Witzige an Innovation ist ja eigentlich, wenn Innovationen durch sind, sind sie cool. Also wenn sie abgeschlossen sind, dann sind sie meist praktisch. Denken wir an alte Innovationen aus der Kommunikationsbranche, ganz weit gefasst. Der Kugelschreiber 1938. Oder ein bisschen später, irgendwann kam dann das Handy. Noch ein bisschen später, das Internet ist tatsächlich älter als ich. Emojis, die sind gleich alt wie ich. Und dann natürlich auch die KI, das kommt man heute nicht mehr drum rum. Tatsächlich hat es aber schon 2012 die erste KI ein Bild erkannt. Also diese Technologie ist älter, als man vielleicht denkt. Und trotzdem, wenn man heute und gestern am Print Day war, dann merkt man, dass Innovation ein Thema ist, da kommt man nicht drum rum, auch heute noch. Innovation ist also überall, auch in Publishing und Kommunikation. Und Innovation ist nicht nur cool, weil es neu ist, sondern es ist auch das, was Firmen am Leben hält. Also Innovation ist das, was dazu führt, dass eine Firma überlebt. Was meine ich damit? Ich habe drei Beispiele mitgenommen. Sie kennen vielleicht Kodak, das war eine Fotofirma. Sie kennen vielleicht diese Filme. Eigentlich war Kodak die erste Firma, die eine Digitalkamera erfunden hat. Also eine wahnsinnige Innovation. Leider war Kodak auch diese Firma, die gesagt hat, nee, wir machen genug Umsatz mit diesen Dingern und deshalb investieren wir nicht so viel Geld in die Digitalkameras. Spulen wir etwas vorwärts, Kodak gibt es heute nicht mehr in der Form. Ein anderes Beispiel ist der Palm. Ich wecke hier Erinnerungen. Genau, eigentlich war es ein Tool, das alle geliebt haben. Leider hat der Palm nicht erkannt, dass man mit diesem Gerät auch telefonieren könnte. Dann hätten sie das Smartphone erfunden. Für die Jüngeren unter euch, der Palm, das ist sowas wie ein Adressbuch, eine Kalenderfunktion gab es, ich weiß gar nicht, was es sonst noch gab. Man konnte zeichnen, das weiß ich noch. Notizen, E-Mails. Also eigentlich ein Smartphone ohne Phone. Spiele auch. Spiele, also eigentlich alles, einfach ohne das Phone. Das heißt, Palm hat eigentlich etwas erfunden, was die Welt erwartet hatte, hat aber dann nicht weitergedacht. Palm gibt es heute nicht mehr. Wurde irgendwann aufgekauft von HP und irgendwann wurde der Palm dann beendet. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Es gibt natürlich auch coolere Beispiele. Sie wollten keine Tastaturen und deswegen sind Sie nicht BlackBerry geworden. Ah, spannend. Ja, spannend. Genau, ein anderes Beispiel ist Play-Doh. Wenn ihr Kinder habt oder Kinder wart, dann kennt ihr vielleicht dieses Spiel Knete. Play-Doh ist so farbige Knete, womit man Dinge machen kann. Spannend ist, dass Play-Doh eigentlich ein Putzmittel war. Das ist so uralt, also Play-Doh gab es, als es noch Holzheizungen in Räumen gab und Tapeten. Und das Tool war eigentlich eine Knete, mit der ich meine Wand putzen kann, wenn ich Kohlereste an der Tapete habe. Und dann kamen irgendwann die Gasheizungen, Disruption, Innovation. Und dann waren die natürlich in Bedrängnis, weil niemand wusste mehr seine Wände putzen, Gas hinterlässt keine Kohlerückstände. Nun, was ist passiert? Der Inhaber von Play-Doh hat mit einer Lehrerin aus seinem Dorf gesprochen und die hat gesagt, hey, eure Wallcleaner, die sind gut, aber die nutzt man ja nicht so sehr, aber mach die bitte nicht weg, weil ich nutze die immer mit meinen Schülern. Und so kam er auf die Idee, diese ganze Firma umzukrempeln zu einer Knetfirma. Und heute ist es die größte Knetfirma der Welt. Also man sieht, Innovation ist eben das, was Firmen am Leben erhält. Und jetzt die große Frage, wie werden und wie bleiben Firmen innovativ?
Ich habe versucht, heute 4 Punkte, die mit F starten, herauszufinden. Man könnte auch sagen, es ist nicht das Geheimrezept für Innovation, aber es sind Stellschrauben. Also gewisse Punkte, wo man sich vielleicht mal überlegen kann, ja, wie geht's uns als Unternehmen hier oder wie geht's mir als Person ganz persönlich in diesem Bereich. Das erste ist ziemlich offensichtlich, wir brauchen Feuer. Leidenschaft ist Schritt 1 für Innovation. Ich denke, da müssen wir nicht lange bleiben. Feuer braucht es in jeder Abteilung. Also es reicht nicht, irgendeine Innovationsabteilung zu gründen und dann das Feuer auszulagern, sondern das Feuer muss direkt in der Firma zu spüren sein. Das sieht man immer wieder, wenn man diverse innovative Prozesse in Firmen sieht, dann merkt man, okay, es müssen auch die Profis innovativ denken. Weil diese Innovationsabteilung, die hat oft nicht das technische Know-how, um zu verstehen, wie man ein Produkt verändern könnte, damit es neu wird, damit es besser wird. Also das ist meine These, wir können gerne darüber diskutieren nachher, aber ich finde Innovationsabteilungen nicht gut. Ein weiterer Punkt ist auch, das ist ja auch ein wahnsinniger Anspruch, wenn wir sagen, es gibt Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Innovation. Ich kenne keinen Mensch, der das kann und ich kenne sehr kreative Menschen. Das ist unglaublich anstrengend. Also wir müssen da schon überlegen, wie kriegen wir die Innovation in die Teams rein. Und eben Innovation lässt sich nicht auslagern. Man kann das auch nicht einkaufen durch irgendeinen Berater, einen Coach. Nein, man muss das selber machen. Und erst wenn man das versteht, glaube ich, hat man so eine Grundlage für Innovation. Das ist meine These. Wobei der Coach auch als Katalysator natürlich. Natürlich. Man kann Leute beiziehen, das ist keine Frage, aber man kann es nicht delegieren. Ein Prinzip, was gerade im Silicon Valley sehr verbreitet ist, ist das Prinzip Act like a owner. Also verhalte dich, als würde diese Firma dir gehören. Und das ist ein Prinzip, das in LinkedIn, dort sehe ich ein bisschen rein regelmäßig, aber auch in anderen Firmen, in Startups in Silicon Valley sehr verbreitet ist. Verhalte dich so, als wäre das deins. Bei unserer Firma, bei Montag, ist es sehr einfach. Wir haben die Firma einfach geviertelt. Wir sind 4 Personen. Es ist zu einem Viertel meins. Wir sind auch klein. Es gibt aber auch andere Lösungen. Bei Google ist es zum Beispiel so, dass man durch Aktien Teilhaber wird, sobald man eine Anstellung hat. Und man kann diese Kultur auch so prägen, dass sich alle so verhalten, als würde die Firma ihnen gehören. Denn denken wir mal zurück zum Thema Play-Doh oder auch zu Palm. Wenn ich eine Firma führe, wenn mir eine Firma gehört, es gibt ja hier auch Selbstständige unter Ihnen, die kennen das Gefühl. Ich überlege mir andauernd, wie kann ich meine Firma so positionieren, dass sie eben nicht stirbt, wenn was Neues kommt. Also es ist sehr zentral, dass sich die Leute in der Firma verantwortlich fühlen für die Firma. Ein weiteres Buzzword, könnte man sagen, ist Culture Fit over Skills Fit. Sie sehen, es sind einfach diverse Denkanstöße, die ich Ihnen hier gebe. Culture Fit over Skills Fit ist ein Konzept, dass man sagt, ich suche mir neue Leute, basierend auf einer passenden Kultur, einem passenden Charakter. Und nicht so sehr auf einem passenden Skill, also zum Beispiel, der kann PHP coden, der kann JavaScript coden, weil das kann man lernen. Was man nicht so leicht lernen kann, ist eben, sich neu zu erfinden, schnell Neues zu lernen, sich in ein Team einzubringen. Das ist viel schwieriger als JavaScript zu lernen. Ohne jemand zu nahe zu treten, der JavaScript schreibt, das ist schwierig, aber man kann das einfacher lernen, als seinen Charakter zu verändern. Und das ist ein zentraler Punkt. Wir arbeiten bei Montag eigentlich immer so. Unser neuester Mitarbeiter, der ist Gitarrist beruflich und jetzt ist er bei uns Coder und der lernt wöchentlich, ich denke, doppelt so viel wie ich, aber der ist unglaublich innovativ, weil der Bock hat auf das. Und ich denke, das ist sehr zentral, wenn wir an Innovation denken. Sie können sich auch überlegen, wer kulturelle Leistungsträger in Ihren Teams sein könnten. Also man sollte nicht schauen, ja, wer ist denn hier kreativ, dann nehmen wir die und packen die weg in die Innovationsabteilung, sondern wir schauen, wer sind die Leute? Und dann geben wir denen gewisse Erlaubnisse, die Kultur zu prägen. Das kennt man ja aus anderen Bereichen. Vielleicht haben Sie Leistungsträger im Verkauf, Sie haben Leistungsträger im fachlichen Bereich, Sie haben Leistungsträger im Führungsbereich. Und oft gibt es eben auch die kulturellen Leistungsträger. Und die sind auch zentral. Denn die sind gerade für diese Innovationsprozesse so wichtig. Das sind die Personen, mit denen man gerne Kaffee trinkt,
die Personen, bei denen man sich sicher fühlt, eine neue Idee anzubringen. Das sind Personen, die gerne selber Neues ausprobieren, die positiv gestimmt sind. Also überlegen Sie sich, wer sind in meinem Team vielleicht diese Leute, die das könnten, und sagen Sie das denen. Da braucht es manchmal gar nicht so viel, aber man kann einfach mal sagen, hey, ich find's cool, wie du immer das Neue ausprobierst, was bei uns passiert. Oder ich find's cool, wie du immer motiviert dabei bist. Und lassen Sie diese Personen im Team, in diesem Team, wo sie schon sind, und erlauben Sie ihnen explizit, die Kultur zu prägen. Was es auch braucht, ist Frische. Denn Innovation ist unglaublich anstrengend. Wer das selber kennt und vielleicht in einem Startup tätig ist, der weiß das von seinem Alltag. Das ist einfach nervtötend manchmal. Man weiß, es sollte jetzt was kommen, wir müssen was machen, aber wie nennen wir das dann und was muss das können, was muss es in der Version 1 können und wie müssen wir unsere Firma ändern. Das ist sehr anstrengend. Und es ist zentral, dass wir uns dem auch bewusst sind. Man kann Innovation nicht auf die letzte Stunde des Tages verlegen und dann sagen, das machen wir dann noch, wenn wir schon müde sind, dann haben wir noch ein paar Ideen. Das können keine Menschen. Niemand kann das. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns selber frisch halten. Das ist ein Klassiker, ganzheitliche Gesundheit. Wir müssen schauen, dass wir fit sind, genug schlafen. Das muss ich Ihnen alles nicht erzählen. Und doch ist es sehr zentral, dass die Firmenkultur darauf aufbaut. Also wir bei Montag achten da zum Beispiel drauf, wenn ich merke, meine Kollegin, die ist müde, die mag nicht, die kann nicht, dann sage ich ihr, hey komm, mach heute um 3 doch fertig, hat keinen Sinn. Und das ist genau das, was unser Vertrauen zueinander aufbaut. Wir schauen aufeinander. Und ich denke, das ist zentral, wenn wir Innovation machen wollen, weil es eben so unglaublich anstrengend sein kann. Auch wichtig ist die psychologische Sicherheit. Diesen Begriff haben Sie vielleicht schon mal gehört. Psychologische Sicherheit bedeutet eigentlich, dass ich mich sicher fühle, Dinge in Frage zu stellen oder neue Ideen zu bringen. Also was nicht psychologische Sicherheit wäre, wäre lästern, auslachen, dauerndes Hinterfragen. Also halt diese Punkte, die dazu führen, dass ich eine neue Idee nicht gern äußere. Es gibt so eine spannende Studie von Google, wenn Sie die lesen wollen, können Sie nachher zu mir kommen, ich schicke Ihnen gerne den Link. Da wurde untersucht, was macht Teams erfolgreich. Und diese Teams, die waren sehr divers, also männlich, weiblich, älter, jünger, gut gebildet, weniger gut gebildet, Quereinsteiger, was auch immer. Die waren verteilt, nicht verteilt, das hat man alles verglichen, also sämtliche Punkte, die vielleicht Teamarbeit beeinflussen. Und spannend war, dass diese Punkte kaum Beeinflussung hatten. Was ein Team beeinflusst hatte, war die psychologische Sicherheit mit Abstand am stärksten. Also wenn ich mich sicher fühle, gegen den Strom zu schwimmen, neue Ideen zu bringen, dann ist das einer der wichtigsten Punkte für ein Team. Das sage nicht ich, das sagen Studien von Google. Also das ist eine Studie, die sehr lesenswert ist. Genau, verlinke ich Ihnen gern dann. Auch sehr wichtig ist die Freiheit. Es geht hier nicht um Freiheit von irgendwelchen Richtlinien im Sinne von, wir machen jetzt einfach mal, was wir wollen. Das funktioniert nicht. Gerade in großen Unternehmen brauchen wir schon Frameworks. Aber es braucht Freiheit von gewissen Denkkonzepten. Ich habe hier so einen Bilderrahmen als Icon genommen. Denn Freiheit hat eigentlich sehr viel damit zu tun, was ich von anderen erwarte und was an mich erwartet wird. Sie haben alle wahrscheinlich, als Sie an diese Konferenz gekommen sind, einen Rahmen gehabt. Also Sie haben sich überlegt, der Horst wird wahrscheinlich, wer den Horst kennt, was Lustiges machen zum Start. Dann werden die Talks wahrscheinlich hoffentlich fachkompetent sein. Die Leute werden Deutsch sprechen. Es wird um Print gehen, es wird um E-Commerce gehen. Also Sie haben einen gewissen Rahmen. Und Rahmen sind laut Forschung eben sehr emotional. Das sagt die Hirnforschung. Also wenn ich etwas erwarte und das nicht so eintrifft, dann ist das ein emotionales Thema und kein fachliches Thema. Und das finde ich sehr zentral, dass wir uns das überlegen. Also wenn jemand eine Idee bringt, die ich nicht erwartet habe, und egal ob die Idee gut ist oder nicht, wenn mein Rahmen gebrochen wird, ist es emotional. Und das müssen wir uns, denke ich, immer wieder vor Augen führen. Wer dazu Quellen will, soll sich bei mir melden. Ich schicke euch gerne all die Statistiken. Spannend ist eben, dass es sehr viel damit zu tun hat, mit Gefühlen.
Also wir müssen uns überlegen, ja, was macht es mit mir, wenn jemand eine neue Idee bringt? Und ich denke, gerade als Führungsperson ist es so zentral, dass wir uns dem bewusst sind. Ich bin Projektmanagerin bei uns bei Montag und mir passiert es andauernd, dass ich irgendwelche Rahmen setze im Projekt. Dann kommt ein Coder, mein Mann, und sagt dann, ich mache das anders, das ist viel besser so. Mein Rahmen ist gebrochen, das nervt. Und da hilft es, wenn man sich dann bewusst ist, okay, mein Hirn denkt jetzt, das ist emotional, es ist vielleicht gar nicht so emotional, wie ich mir das vorstelle. Und so kann man auch diese psychologische Sicherheit wieder schaffen. Weil ich eben weiß, okay, das fühlt sich jetzt so an, als wäre das gegen mich, aber grundsätzlich ist es gegen meinen Rahmen. Yoshi. Wie? Der arme Yoshi. Der arme Yoshi. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das den Mitarbeitenden mitteilt und sagt, ja, ich erlaube euch, diese Rahmen zu brechen. Ich erlaube euch, mich zu nerven mit diesen Ideen, denn das ist das, was ich will. Weil das ist eben das, was Innovation bringt. Freiheit kann man auch anders verstehen. Vielleicht braucht es auch eine gewisse Freiheit von festen Abläufen und Konzeptphasen. Was meine ich damit? Ich habe dazu ein ganz spannendes Experiment gefunden, das Marshmallow-Experiment. Keine Angst, ich meine damit nicht das Marshmallow-Experiment, wo es darum geht, möglichst viele Marshmallows in den Mund zu kriegen, sondern das Experiment sieht so aus. Es gibt Teams, jedes Team kriegt 20 Spaghetti, einen Meter Schnur, Klebeband und ein Marshmallow. Das sind so diese Süßigkeiten, die Sie vielleicht kennen. Es gibt dann 18 Minuten, um eine Struktur zu bauen, auf der das Marshmallow obendrauf steht. Schwierige Aufgabe. Braucht Kreativität und eben Innovation. Das sind die Ergebnisse, wie verschiedene Businessgruppen oder Zielgruppen darauf reagieren. Es geht hier um die Höhe, die geschaffen wurde. Ganz links haben wir die Business-Studenten. Dann die Anwälte, dann die Kinder, Gartenkinder, sagt man das so? Kindergärtner. Ah, das sind, in der Schweiz sind das die Lehrer. Okay, Kindergärtner. Das werden die Lehrer sein. Ah, nein, es sind Kinder. Kindergartenkinder. Nein, das sind Kindergartenkinder. Ja, das sind die Kinder. Wichtig, genau, das sind die Kinder. Dann Architekten und Ingenieure, dann CEOs und dann noch CEOs und Executives. Höhe war nicht Teil der Aufgabe. Wieso wird das jetzt gemessen? Es war Zeit. Nein, Sie haben 18 Minuten Zeit, um möglichst hoch zu bauen. Oh, okay. Genau, ja. Der Durchschnitt war 55 Zentimeter und die Kindergartenkinder sind besser als der Durchschnitt. Und die Business School Studenten, die haben am schlechtesten abgeschlossen von allen Ziel- oder Testpersonen. Die haben nämlich knapp über 10 Inches geschafft. Das sind ja etwa 25 Zentimeter. Was war der Unterschied in ihrem Verhalten? Kindergartenkinder probieren 5 verschiedene Strukturen aus, während die Business School Studenten eine probieren, eine aufschreiben, skizzieren, probieren und wenn die dann scheitert, dann steht halt nichts. Das heißt, wir haben höhere Ausschläge nach Null, heißt auch, wir schließen schlechter ab. Was wir also eigentlich sehen, ist, dass Experimente wirkungsvoller sind als Businesspläne. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Was wir auch sehen, ist, dass diese Kindergartenkinder sehr bereit waren, Fehler zu machen. F wie Fehler, das ist Punkt 4. Ich glaube, Fehler ist sowas, was unserer Kultur im Dachraum sehr widerspricht. Wir machen nicht gerne Fehler. Und ich denke, das ist eines der Hauptprobleme unserer Innovation. Im Silicon Valley gibt es so ein Prinzip, das heißt fail fast, also scheitere möglichst schnell. Und der Grund ist ganz einfach, wenn man lange dauert, bis man merkt, dass man schon lange gescheitert ist, dann ist es einfach zu teuer. Also wir müssen schnell scheitern, weil langsam scheitern zu teuer ist. Deshalb müssen wir lernen, Fehler zu machen. Das Ganze ist eigentlich sehr spannend, wenn man sich das überlegt. Wenn man mehrmals scheitert, hat man auch immer wieder die Möglichkeit, sich neu auszurichten. Das ist jetzt eine sehr wissenschaftliche Aufzeichnung, aber es ist eigentlich sehr einfach. Ich habe versucht, diese Linien gleich lang zu machen. Also im Gesamten haben wir gleich viel Arbeit gemacht. Wir haben aber nur einmal probiert und sind dann direkt gescheitert. Wir haben sehr lange probiert. Oder wir haben mehrfach probiert und sind dann immer wieder gescheitert.
Und das Problem ist, in der Praxis sind solche Probleme oder solche Projekte viel planbarer als die. Da sind wir wieder bei Agilität. Ich weiß nicht, wer gestern bei Horst war in diesem Talk, da ging es auch darum. Und wir müssen uns einfach merken und immer wieder bewusst machen, wir sollten besser mehrmals scheitern, als einmal lange zu probieren und dann was Teures in den Sand zu setzen. Jetzt, wie kann man das Scheitern fördern? Das ist sehr schwierig. Einerseits geht es natürlich wieder um die psychologische Sicherheit. Ich weiß, ich darf Fehler machen und das ist gut so. Diese Fehlerkultur, der sollte man sich eben wirklich bewusst sein. Es gibt sogar Firmen, die kriegen so eine Karte. Also wenn du dort neu angestellt bist, dann kriegst du eine Karte, die ich hab's verbockt Karte. Auf Englisch heißt sie nicht so schön, dort heißt sie I fucked up. Und diese Karte, die legt man sich dann aufs Pult. Und während man neu arbeitet, probiert man vielleicht Dinge aus. Und irgendwann, auf Schweizerdeutsch heißt, schießt man den Bock ab. Sagt man das auch? Also irgendwann gibt's halt einen Fehler. Dann kann man die Karte abgeben. Wer nach einem Jahr, ja, vielleicht hat man auch zwei, und wer nach einem Jahr seine Karte noch hat, der muss gehen. Es gibt Firmen, die das Konzept haben. Ich finde es sehr heftig. Also es wird schon ein starkes Scheitern verlangt. Aber ich finde es doch auch sehr cool, weil es eben dieses Scheitern nicht mehr so verdammt. Ich würde dann die Karte hingeben und sagen, oh, habe ich wohl verkackt. Genau, eben. Also diese Karte, ich habe mir das überlegt, das müssen wir eigentlich auch einführen bei uns. Das ist gesund. Das ist eine gesunde Fehlerkultur. Ich denke, wenn wir nie bereit sind zu scheitern, dann sind wir nie bereit, etwas zu probieren. Das heißt, wir tun einfach lieber nichts. Und das ist so gefährlich. Im Silicon Valley ist es sehr spannend, wenn man nach Investoren sucht. Ich habe mal mit einem Startup-Gründer dort gesprochen. Und es ist noch spannend, weil die eigentlich, wenn sie nach Investoren suchen, werden sie gefragt, hey, wie viele Firmen hast du schon in den Sand gesetzt? Und wenn du sagst, keine, dann kriegst du sicher keine Investition. Weil das Problem ist, dass diese Personen nicht wissen, wann Schluss ist. Die Personen wissen nicht, jetzt haben wir zu viel Geld verloren, jetzt müssen wir neu machen. Und das ist so wichtig. Also diese Fehler, die sind ganz normal. Jeder von uns hat mit Laufen begonnen und irgendwann ist er umgefallen und hat dann gelernt, okay, vielleicht besser ein bisschen breitbeinig und keine Ahnung, wie man laufen lernt. Aber grundsätzlich lernt man etwas durch Fehler. Und so funktionieren eben auch Firmen. Und deshalb, vielleicht gehen wir da nochmal zurück, vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn Sie nicht die komplette Wasserfallplanung für ein ganzes Konzept verlangen, wenn Sie eine neue Idee ausprobieren wollen. Vielleicht ist es besser, wenn Sie sagen, probier es mal 4 Stunden und danach sprechen wir wieder. Das machen wir bei uns immer so. Wenn jemand eine neue Idee hat, dann diskutieren wir zusammen, wie viel Geld oder wie viel Zeit investieren wir hier, was im schlimmsten Fall dann einfach weg ist. Und dann nutzen wir diese Zeit. Und wenn in dieser Zeit nicht ein gutes Ergebnis kommt, im Sinne von einem Lerneffekt, also wir scheitern und merken, okay, das ist es sicher nicht, dann ist es ein Lerneffekt, das ist gut. Aber wenn wir einfach 4 Stunden ausprobieren und merken, niemand will das, das ist einfach blöd, dann lassen wir das. Und wir haben nur 4 Stunden verloren. Wenn wir verlangen würden von unserem Coder mit der neuen Idee, dass er zuerst ein Konzept schreibt, dann das vorstellt, dann ein Budget plant, dann einen Businessplan, das ist einfach zu teuer. Also wir müssen uns wagen, Innovation einfach mal zu tun und zu testen, bevor wir sie bepreisen. Das ist manchmal so und das ist schwierig, aber es ist, glaube ich, wichtig. Genau, das waren meine 4 Punkte. Also achten Sie darauf, haben wir Leidenschaft, haben wir leidenschaftliche Leute, haben wir genug Frische, habe ich genug Frische, bin ich bereit, Rahmen brechen zu lassen und kann ich Fehler erlauben? Genau. Also lassen Sie uns diskutieren. Irgendwelche Anmerkungen? Ziehen Sie das privat auch durch? Ja, ja doch. Also, wie oft ist die Ehe schon gescheitert und so weiter? Die Ehe nicht, also. Ja, also doch, Fehler zulassen, ich glaube, ist auch privat sehr wichtig. Sich erlauben, mal zu scheitern, ist zentral. Gerade ich mit dem Blog und so stehen wir doch oft in der Öffentlichkeit und es ist sehr zentral, da mal zuzulassen, dass auch mal was schief geht. Also das ist okay. Die Geschichte mit der Innovationsabteilung finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil man die Leute damit ja aus dem Kontext rausholt. Also einerseits muss ja Innovation, also aus dem Tagesgeschäft heraus, da erschlägt man ja die täglichen Drachen.
Und da ist ja oft gar nicht der mentale Raum, um ja. Innovationen zu entwickeln. Außer man ärgert sich jetzt zum 20. Mal über eine Sache und will die ändern. Mhm. Aber andererseits ist das ja auch so ein Spannungsfeld, wenn ich dann die Leute rausnehme, dann geht aber der Kontakt ja zum Core-Business irgendwo verloren. Ja. Und der Gedanke, der bei uns da eher vorherrscht, ist der zu sagen, das läuft vom Team aus, aber im Grunde genommen wäre das, wenn man das von den Befugnissen, also wenn man nicht mehr in so einer 20-Mann-Firma arbeitet, sondern in einer, wo es dann auch um Weisungsbefugnisse geht. Genau. Also ich habe eine Idee, will den Businessplan, weil will mal einen Prototypen bauen, da muss ich Entwickler, vielleicht brauche ich einen PM, da muss ich irgendwie weisungsbefugt sein. Und da sind wir so für uns zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwo so eine Head-Off-Geschichte eigentlich sein muss, die im Grunde genommen wie eine Abteilungsleitung hierarchisch sitzt, die aber weiterhin im Team ist. Wie sind so deine Erfahrungen in größeren Unternehmen so, also größer so mehr als, sag ich mal, diese 70, 80, ab denen du eine mittlere Ebene brauchst? Ja, ich habe mal in einer Druckerei gearbeitet, da waren es über 100 Angestellte im Ganzen. Und da gab es eine Webabteilung, ist jetzt nicht eine Innovationsabteilung per se, aber die arbeiten anders. Und ich denke, das könnte man schon so vergleichen. Und da war es dann irgendwann einfach so, dass die dich nicht mehr verstanden haben. Weil die Webabteilung hat dann Stand-up-Meeting gemacht, um 9 Uhr hat dann Kaffee getrunken und die Inserateabteilung kam dann und sagt, ja, die machen nur Pause. Und dann irgendwann hat man sich nicht mehr verstanden und das hat dann dazu geführt, dass die Firma tatsächlich rausgenommen wurde. Eigentlich schade, weil ich mir gewünscht hätte, dass es klappt. Ist das ein Scheitern oder ein Erfolg gewesen? Das musst du die Leute fragen, die jetzt noch da arbeiten. Ich bin eigentlich direkt gleichzeitig gegangen, wie dieser Schritt dann kam. Aber es für die Kultur der Druckerei war es wahrscheinlich eher ein Nachteil. Aber es war vielleicht auch gesund, irgendwann mal zu sagen, jetzt, wir kriegen das nicht zusammen. Also ich glaube, dass ich meine, mit dem Scheitern, ich denke eigentlich genauso, und auch Fehlerkultur. Aber trotzdem sind Erfolge genauso wichtig. Und eigentlich ist es diese Dialektik zwischen Scheitern und Erfolg. Ich sag mal ein Beispiel, oder so ein Fußballteam, ne? Wenn die jetzt 8-mal hintereinander verloren haben, ne? Dann ist es erfahrungsgemäß sehr schwer, weil die ganze Stimmung im Eimer ist und so weiter. Und was aber ja auch passiert, ich bleibe beim Fußball. Wenn die jetzt einmal 6-0 gewonnen haben, dann geht ein guter Trainer trotzdem hin und guckt sich die Videos an und sucht, was man verbessern kann. Da ist dann, und da steckt der Teufel dann eben im Detail, wie auch im Arbeitsleben und so weiter, dass ich mir, obwohl ich so einen riesen Erfolg jetzt erzielt habe, mir aber genau angucke, in welchen Details bin ich dann letztendlich doch, würde ich dann scheitern, wenn diese Details sich dann beim nächsten Spiel wieder häufen. Ja. Aber wenn ich nochmal, Wenn zwischendurch keine Erfolge da sind, dann führt das auch zu nichts. Klar. Meiner Meinung nach. Ja, klar. Gleichzeitig denke ich, wenn wir, also es kommt ein bisschen darauf an, welche Art von Innovation wir jetzt thematisieren. Wir bei uns haben sehr viel mit Code-Innovation zu tun. Ich werde am Nachmittag noch über Print CSS sprechen. Da geht es eigentlich immer darum, kriegen wir das hin oder nicht. Und da ist es manchmal auch ein Erfolg zu wissen, okay, das ist nicht der Weg. Also wir arbeiten jetzt gerade so mit Diagrammen in PDFs via Print CSS und das ist schwierig, weil wir nicht ganz checken, was ist die beste Lösung zwischen User Experience für das Backend und dann Ausgabe und Effizienz. Und das muss man dann alles rausfinden. Und wenn dann unser Coder 4 Stunden investiert und scheitert, weil er merkt, okay, diese Lösung, die wir jetzt getestet haben, die funktioniert nicht, dann ist es die Frage, ob es ein Scheitern ist. Also, ja, der Begriff ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Fehler eigentlich ja nicht das Gleiche ist wie etwas lernen. Aber eben manchmal doch. Ja, genau, eben, ja, manchmal doch. Aber ich denke, das ist schon ein Unterschied. Also, wir lernen ja nur von Fehlern. Genau, eben. Von Erfolgen lernen wir nicht. Ne? Da genau. Kommt vielleicht Motivation raus, aber lernen. Vielleicht auch, aber wir lernen sicher nicht, wenn wir nur erfolgreich sein wollen. Mein Ausbilder hat mal gesagt, nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Voll, ja. Ich bin gerade dabei, sehr gute Erfahrungen zu machen mit der Mischung aus hier und da. Also ich bin quasi die Stelle, die Innovation also als Stab drin hat, aber habe auch immer Ansprechpartner in den jeweiligen Teams, quasi die Innovations-Scouts, die an der täglichen Produktion dran sind,
aber auch so quasi als halbe Stelle oder Viertelstelle, je nachdem, wie viel Potenzial da ist, mit mir sprechen, mit den anderen sprechen, sich austauschen. Cool. Und das läuft sehr gut. Mhm. Also ich bin eigentlich aus der Produktion raus, habe diesen Stress mit den Kunden nicht, aber die anderen sind dann quasi halb raus. Aber ich hätte es sehr schwierig, in die Produktion reinzukommen. Und wie gesagt, das Beste aus beiden Welten. Hast du die Innovation dann Vollzeit? Also bist du Vollzeit Head of Innovation? Also bei uns heißt es ein bisschen anders, aber man kann es quasi so nennen, ja. Mhm. Also Stabsstelle. Ne? Genau, Stabsstelle, interne Prozessoptimierung auch sozusagen. Ja. Spannend, cool, ja. Vielleicht eine gute Lösung für große Firmen. Ja. Mhm. In welchem Unternehmen oder in welcher Branche? Auch Print, Publishing. Mittelständig, wir sind so zwischen 100 und 120. Ja. Jetzt sag schon den Namen. Wegenhold. Aber Wegenhold. Ja. Cool, spannend. Ja, noch andere Gedanken? Alle komplett erschlagen. Können wir gleich mal lassen. Nee, ich halte mich davon ganz weit fern. Ja gut, also ich will niemanden zwingen, hier zu sitzen. Also vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch was diskutieren wollt, ich bleibe noch ein bisschen hier, bis wir raus müssen. Da sagt dann die Carolina, wenn wir weg müssen. Genau, danke fürs Teilnehmen. Ich wünsche euch, dass ihr Fehler machen könnt, frisch bleiben könnt und all diese anderen Punkte auch. Genau.